Jamaik möchte auch gerne ein paar Worte sagen, wie sich die ganze Pandemie in Afrika abgespielt hat oder dass eben in Afrika nicht sehr viel passiert ist. Ein paar kurze Worte. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Kommunikation ist zwischen zwei oder mehreren Menschen. Wenn ich Grüß Gott sage, ich erwarte natürlich eine Antwort. Grüß Gott, meine Damen und Herren. Grüß Gott. Ja, das ist besser. Mein Name ist Jamaik. Ich bin nicht in Lungau geboren. Das heißt, ich komme aus Afrika. Und ich bin hier, ein bisschen Spaß in diese ganze komische Situation in der Welt zu bringen. Und mein erstes Thema ist, ich habe gehört früher, wie viele Leute da waren. Jemand hat gesagt, gemeinsam schaffen wir. Stimmt das oder nicht? Ja, Corona braucht uns alle. Wir müssen alle gegen den Corona kämpfen. Und deswegen bin ich hier. Ich bin aus Afrika und ich bin sehr stolz, dass diese Veranstalter mir die Möglichkeit gegeben, hier zu stehen als einem Familienmitglieder von euch, Österreicher, ja, um gemeinsam Corona zu kämpfen. Dankeschön, Herr Veranstalter. Zweitens, ich bin ein Wissenschaftler aus Afrika. Nicht Wissenschaftler, sondern Wissenschaftler. Ja, es geht um Ausbildung. Von meiner Perspektive, von meiner Lebensperspektive, Ausbildung sollte das Leben von Menschen besser oder verbessern. Aber leider heißt jetzt gerade, diese Ausbildung schadet das Leben von Menschen in alle, von allen Ecken. Bevor der Corona gekommen ist, das Leben von Menschen hier in Österreich war nicht normal. Alle Berufe sind nicht mehr familienfreundlich. Stimmt das oder nicht? Und deswegen bin ich hier, um euch etwas zu sagen. Ihr kämpft gegen die Mund- und Nasenmasken. Aber ihr habt alle einen Augenmasken. Sagt ihr gemeinsam? Lasst aber die Augenmasken weg, dann können Sie Corona bekämpfen. Hört auf mit der Mediapropaganda. Es ist Mediapropaganda. Corona ist eine Mediakrankheit. Stell dir mal vor, am Anfang, wie der Corona losgegangen ist, wir haben Bilder gesehen in Nationalmedia, wie Leute sterben und so tödlich krank waren. Alle Menschen waren sehr krank. Jetzt haben wir die gleiche Zahl von Infizierten, aber leider, ja, niemand ist krank. Eigentlich Corona ist wie ein Schnupfen. Es ist gar nichts. Es ist gar nichts. Ich stamme aus Afrika. Ich bin geboren in einem Land, wo die Sondermüll von Europa hingeschmissen wird. Die Kriminalität von hier wird in Afrika legalisiert. Nuklear, egal, alles Sondermüll, Asbestos. Ich habe als Kind mit Asbestos gespielt. Niemand sagt uns die Gefahr von diesen Sachen. Deswegen bin ich in ein Land geboren mit einem starken Immunsystem. Corona ist für mich und für Afrika gar nichts. Wundert euch nicht, warum die Corona keine Wirkung in Afrika hat. Und wenn Sie eine Lösung von Corona brauchen, ihr müsst mir als Afrikaner eine Möglichkeit geben. Ich sollte auch ein Teil von dieser Lösung sein. Gemeinsam schaffen wir. Ich habe ein Geheimnis von Afrika. Das ist der Trommel. Ich bin ein Wissenschaftler. Ja? Das ist eine Heiler. Wissen, viele Leute wissen es gar nicht. Mit dem Trommel kann ich dir Energie geben. Energie ist wichtig für dein Immunsystem. Mit dem Trommel kann ich deinen Kreislauf verbessern. Mit der Trommel kann ich deine Kombination zwischen den Händen, Fuß und Gehirn, Herz, alles verbessern. Ich kann die Koordination in deinem Gehirn verbessern. Ich kann dir einfach ein sauberes Leben geben. Ich werde jetzt
Brit ich, ich habe sehr viel zu sagen, aber leider ist man Zeit sehr wenig. Aber bei der nächsten Demonstration, ich hoffe, dass der Veranstalter mir ein bisschen mehr Zeit gibt, dann werde ich euch das Geheimnis von Afrika sagen. Die meisten Forschungen von früher sind von falschen Statistiken. Die Medizin von heute kommt von einer Statistik, die es nicht gegeben hat. Und deswegen, wenn du jetzt ein Schnupfen hast, hast du Corona. Wenn du jetzt Bauchweh hast, hast du Corona. Wenn du jetzt Zahnschmerzen hast, hast du Corona. Wenn du schneist, hast du Corona. Alles, was du hast, ist Corona. Das sind Augenmasken weg. Ich träume einfach für die Freiheit und ich träume gegen die Corona. Okay, danke für die kurze Zeit. Er wird trommeln. Wir wollten jetzt eh geführte Meditation machen noch und mit den Salzburger Nockern als Begleitung. Und Jamaik wird uns auch auf der Trommel begleiten, haben wir gerade beschlossen. Genau.